Wir wollen Ihnen gleich einmal zeigen, wie die Salzburger Europacup-Helden in der Meisterschaft gegen Sturm Graz abgeschnitten haben. Denn die Salzburger haben zwar den UEFA-Pokal im Visier, aber auch den ersten Meistertitel für Salzburg als großes Saisonziel. Hochbetrieb also an den Kassen, nicht nur für das Spiel gegen Inter, sondern auch für jenes gegen Sturm. Otto Baric, Teamchef Herbert Prohaska, hat bis auf einen Spieler, bis auf Adi Hütter, auf sämtliche alle anderen Salzburger verzichtet. Sehen Sie das als noble Geste oder als Selbstverständlichkeit? Erstens muss ich mich bedanken zu Herrn Prohaska, weil das war nicht leicht für ihn. Er hat diese Spieler nominiert und musste dann umändern. Aber ich bin sehr froh, dass diese Verständigung zwischen uns und verspreche, wir werden immer alles tun für die Nationalmannschaft. Und vielen Dank, für uns ist das so wichtiges Spiel, nächsten Dienstag. Und er hat diese Verständigung und das freut mich besonders. Und das war nicht noble Geste, das war einfach Not, aber auch Verständigung. Sehr wichtig für uns. Haben die Spieler das auch eingesehen, dass es besser ist, hier zu trainieren und hinzuarbeiten auf Mailand, oder waren sie enttäuscht, nicht im Team dabei zu sein? Ja, mehrere Spieler sind sowieso verletzt, Artner, Feiersinger, und andere hätten gerne gespielt. Aber wir haben jetzt in den letzten 5 Wochen nie einmal eine Woche frei. Und das erste Mal, wo können wir ein bisschen regenerieren und erfrischen Mannschaft im Wald, weil es ist ein ganz anderes Programm in der Nationalmannschaft und ein ganz anderes Spiel. Und vielen Dank noch einmal für Herrn Prohaska. Was die Salzburger geleistet haben, das verlangt auch das Interesse des Publikums. Das ist mit 12.000 Zuschauern hierher gekommen ins Lehener Stadion. Und sie sieht eine kampfstarke Salzburger Mannschaft, aber die Spielmacher Marquinho und Muschek auf der Bank. Auf der Gegenseite ist Hieden gesperrt, statt ihm Batmore, der hier attackiert hat, zum zweiten Mal in seiner Laufbahn bei Graz vom Anpfiff an dabei. Und er steigt ordentlich ins Geschäft. Die Grazer, oft mit allen 11 Mann am eigenen 16er, so wie hier. Es bietet sich kaum eine Möglichkeit zu schießen. Diesmal hat es Adi Hütter, der ja im Team verblieben ist, versucht. Und Otto Baric beginnt schon nach den Anfangsminuten seine Mannschaft zu dirigieren. Denn er spürt, was auch die Zuschauer bald spüren, Salzburg nimmt zwar jeden Zweikampf auf, aber man scheint doch ein bisschen müde und etwas ausgelaugt von den vergangenen Strapazen zu sein. Und wie gesagt, die Grazer tragen den Zweikampf an. Sie spielen mit einer Spitze, mit Haas, mit 2 Manndeckern, Crisper, Libero, Leitner, der hier attackiert hat, und der 2. Manndecker Milanic. Und das dichte Michtelfeld und diese gut gestaffelte Abwehr, die machen den Salzburgern das Leben schwer. Graz-Trainer Juricic, also taktisch, da weiß er, was los ist, hat seine Mannschaft gut auf dieses Spiel vorbereitet. Eigner. Die erste gute Möglichkeit, hier haben wir Pfeifenberger, der nicht Sturmspitze spielt, sondern zurückgezogen, Sturmspitze Jurcevic und auch etwas dahinter hängend Ammerhauser. Wieder ein guter Schuss, diesmal von Adi Hütter. Aber immer mehr bemerkt man, dass sich Salzburg doch immer wieder in der dichten Grazer Abwehr verfängt, und schon reagiert Otto Baric. Er macht Muschek darauf aufmerksam, dass er ihn wahrscheinlich nach Seitenwechsel einsetzen wird. Nur wenige Kontermöglichkeiten für die Grazer. Schulz, der zurückhängend hinter Haas auch Stürmer spielt, genauso wie hier Friesenbichler. Dann Grassler, gutes Solo. Und gegen Ende der ersten Spielhälfte die erste gute Möglichkeit für die Grazer in diesem Spiel. Salzburg, das ist nicht die wahre Austria, sagt Sergio Brigenti, der Co-Trainer, physisch ausgelaugt ein bisschen. Das war zu erwarten nach den Strapazen, aber die Mannschaft wird, nachdem sie sich regeneriert hat, um vieles stärker werden, und auch mental wird sie mit uns ebenbürtig sein. Vielleicht haben wir die besseren Individualisten. Mit mehr Elan kommt dann Salzburg in die zweite Spielhälfte. Hier ein Schussversuch von Heimo Pfeifenberger, wieder gut abgewehrt von Crisper, dem Manndecker. Hier noch einmal Winkelhofer, der nun immer offensiver an der rechten Seite auftaucht. Pfeifenberger, guter Einsatz, aber keine Gefahr für Prippel, der wieder im Tor der Grazer steht. Dann wärmt sich auch schon Marquinho auf.
er soll ins Spiel genommen werden. Denn eines will Baric natürlich doch erreichen. Zwei Punkte hier gegen die Grazer. Aber es ist nicht so einfach. Dann Haas, abgefälschter Schuss, und hier hat Otto Konrad das Glück des Tüchtigen. Der Schuss von Haas, Sie sehen es, abgefälscht. Ich glaube, es war Fürstaller. Zum Glück für die Salzburger an die Latte. Würden die Grazer in Führung gehen, dann würde es noch schwerer werden. Nun Wechsel, Marquinho kommt und Stadler geht, und zwar in der 57. Minute. Und diese Aktion, zwei Spielmacher nun mit Muschek und Marquinho, das soll nun dem Spiel der Salzburger besseren Fluss bringen. Nach wie vor sehr viele Zweikämpfe, die Grazer zerhacken dieses Spiel ganz bewusst. Hier beide, gestrecktes Bein, Marquinho und Libero Leitner. Das ist auch das Niveau des Spiels, muss man ganz offen sagen. Guter Pass diesmal von Hütter auf Winkelhofer. Hart eingestiegen wieder von Bettmer. Vorteil lässt Schiedsrichter Sedlacek gelten. Und nach dem Schuss von Jurcevic hat Prippel gerettet. Und jetzt beginnen die Dirigenten, ihre Orchester zu beeinflussen. Ob es was hilft, Baric und Juricic. Wieder Winkelhofer, gute Flanke. Wieder ist Pfeifenberger da, mit sehr viel Laufarbeit, sehr ambitioniert. Aigner, Hütter. Und wieder eine Möglichkeit für Pfeifenberger. Und im letzten Moment war wieder die Grazer Abwehr da. Schauen wir uns das Ganze noch einmal in der Wiederholung an. Crispel rettet hier von Pfeifenberger. Die Aktionen zwar mit sehr viel Kraft und Willen vorgetragen, aber doch irgendwie verkrampft. Nicht so gelöst die Salzburger wie in den letzten Spielen. Ein Tor würde natürlich in diesem Spiel alles bewirken, aber es will nicht fallen. Obwohl jetzt die Salzburger alles unternehmen. Da hat Hütter nachgetreten auf Bettmer, der so oft hart eingestiegen ist. Revanche hier von Milanic am Pfeifenberger, und Schiedsrichter Sedlacek zeigt Hütter und dann auch noch Milanic gelb für diese Attacke an Heimo Pfeifenberger. Alle können weiterspielen, auch die Gemüter beruhigen sich dann schon langsam wieder. Und noch einmal treibt Libero Heribert Weber seine Mannschaft wieder nach vor. Vor ihm haben ja Leiner und Fürstaller bis jetzt sehr gut Manndecker gespielt. Fehler von Marquinho. Schopp, der sehr gut gespielt hat bis jetzt, auch auf der Wunschliste der Salzburger steht. Und er vergibt die Riesenmöglichkeit auf das vielleicht entscheidende Tor in diesem Spiel. Hier noch einmal Markus Schopp. Sicher eines der großen Talente, spielt auch im Unter-21-Team. Auch Bruno Petzer ist hier, der sich einige Unter-21-Teamspieler aus dem Grazer Team ansieht. Die Beobachter von Inter verlassen früher das Stadion. Sie versammeln eine Schlussoffensive der Salzburger. Hier eine Riesenmöglichkeit für Pfeifenberger. Wird im letzten Moment wieder daran gehindert. Reklamiert Elfmeter, angebliches Foul von Crisper. Schauen wir uns das noch einmal an. Es ist nicht ganz klar zu erkennen. Hier noch einmal. Gute Flanke, Pfeifenberger springt der Ball zu weit weg. Der Ball kommt aber noch einmal zu ihm. Crisper rettet, aber es bleibt beim 0:0. Ja, ich muss sagen, also uns haben heute sicher die spielerischen Mittel gefällt, dass wir das Bollwerk knacknecken können. Die sind sehr gut gestanden hinten, sind nur auf Zerstören aus gewesen, und also da kann kein gescheites Fußballspiel rauskommen. Hat man auch den Erfolg über Karlsruhe doch ein bisschen zu viel gefeiert? Nein, ich glaube, das habe ich in Feiern nichts zum Tor gehabt. Also es hat sich sicher jeder bemüht, aber dass wir mal leer sind, das ist ganz normal. Aber wir haben eigentlich nie zwingende Chancen gehabt, und ich glaube, das war unser größtes Manko. Wir sind mit dem Ziel hergekommen, einen Punkt zu machen. Den haben wir, ich glaube, er war auch hoch verdient, denn wir hatten, glaube ich, die besseren Torchancen, und so gesehen sind wir eigentlich sehr froh. Wissen Sie, wir haben in letzter Zeit sehr viel gespielt. Und in unserem Spiel heute spürte man, dass uns fehlt diese psychische Frische. Das heißt, wir haben zu wenig gespielt. Wir haben gut gekämpft, aber zu wenig ausgespielt. Und ich bin überzeugt, wenn kommt Arden, spielt Peiersinger, wenn jetzt, heute haben wir Muschek bekommen, und ich hoffe, dass andere ein, zwei Mittelfeldspieler können mehr geben, wir werden wieder gut spielen. Das ist ein Spiel, und dann darf man auch nicht etwas vergessen, das hat Sturm sehr organisiert gespielt, aggressiv, gut, und sie haben verdient diesen Punkt. Sie haben zu wenig Chance, und das Resultat war reell. Ja, diese Doppelbelastung für die Salzburger, die ist natürlich extrem hoch. Auch unter diesem Aspekt muss man dieses 0:0 gegen Sturm Graz sehen.
Und Herbert Prohaska hat ja deshalb auch auf die Teamspieler aus Salzburg für das Mittwochländerspiel gegen Schottland im Ernst-Happel-Stadion verzichtet. Auf ihrem Totoschein ist das Spiel 2 einzutragen, jedenfalls mit 0:0 und Tipp X. Austria Memphis ist in letzter Zeit etwas ins